Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial zu DC und wie mache ich mir meinen Server. Was wir uns heute anschauen, ist der Editor. Der ist ein bisschen, den werde ich vielleicht auf zwei Parts, je nachdem wie lang das Video wird, weil als erstes ist wichtig, dass ihr vor dem Server den Editor Loader habt. Ja, weil sonst könnt ihr die Sachen, die ihr im Editor macht, nicht draufladen. Das heißt, wenn wir Editor eingeben, haben wir hier den DC Editor, den müsst ihr abonnieren. Und für später, damit wir diese Sachen auch aufladen können, braucht ihr den Editor Loader. Das ist der hier, den müsst ihr auch abonnieren. Ja. Wichtig ist, dass Editor Loader braucht Debs Framework, das müsst ihr auch abonnieren. Und der Editor braucht Builder Items, CF und Debs Framework. Das sind die drei Mods, die ihr zusätzlich abonnieren müsst, aber werdet ihr schon haben meistens, das CF und Debs Framework. Aber Builder Items müsst ihr dann dazu fügen. Wenn ihr das habt, haben wir die Mods. Ich werde kurz. Achso, beziehungsweise muss ich gar nicht. Ich kann das auch direkt unter Workshop machen. Genau. So. Und hier. Nochmal unseren Server auf. So. Jetzt haben wir alles. So, das ist Server. Der Workshop-Ordner. So, jetzt holen wir uns mal den Editor. DC-Editor. Wir packen gleich mal alles einfach mit drauf. Einfach, weil wir es sowieso brauchen. Das heißt, wir packen den Editor-Loader drauf. Ups. So. So. Den brauchen wir dann sowieso. CF und Debs-Framework haben wir noch nicht oben besetzt. Deswegen haben wir uns gleich Editor-Loader und der DC-Editor. Da ist er. DC Editor. Packen wir auch mit drauf. Und jetzt brauchen wir Debs Framework. Hier. Zack. Und Builder Items nehmen wir uns auch gleich mit. Base Building, Better. Base Building, BBP. BMB, Builder Items. Hier. So. Das sind die Mods, die wir benötigen, damit alles so funktioniert, wie es funktionieren soll. Das kann man auch mal dabei minimieren, das ist nicht so wichtig. So, natürlich muss ich jetzt die Keys noch einfügen. Der Item Key, Steuerung C. Keys, Steuerung V, ja, das muss ich ersetzen. Dann brauche ich den Editor. Editor Loader, Steuerung C. Clement Depp hat eh die gleichen, ja. Passt. Key, Steuerung V, Dateiziel ersetzen. Okay. Dann passt das soweit. Oder habe ich was vergessen? Nö, alles gut. Debs Framework habe ich denn jetzt? Ja, den habe ich auch. Und Builder Items habe ich hier auch, oder? Egal. Aber doppelt hält besser. Keys. Ja, habe ich, okay. Alles gut. So. Ich muss natürlich noch, bevor ich es vergesse, wo ist mein Programm? So, einmal den hier. Da hat man jetzt den Editor. Das ist eigentlich ziemlich easy. Wir gehen in Steam auf DC und starten das einfach mal ganz normal. Wichtig, das normale, nicht über DCSA Launcher oder sonst irgendwas, sondern einfach nur den normalen Launcher. Dann gehen wir auf Mods. Wir deaktivieren mal alle. Warte, bis die Modpacks. Oh mein Gott, ich hasse es. Deswegen ist es ein Punkt, warum ich es hasse, den DCSA Launcher zu verwenden, weil irgendwie DCSA Launcher und der Normal Launcher immer in Konflikt miteinander stehen und dann kommt sowas bei raus. Ja. Aber egal. Wir haben jetzt keine Mods aktiviert. Wir aktivieren jetzt einmal die CF. So. Den aktivieren wir, dann den Editor, und da sagt er automatisch, kann ich geladen werden, ja, kannst du den bitte einfach nochmal, das wäre irrsinnig nett, oh Gott. So, jetzt sind wir wieder da, der hat dann einfach, wie gesagt,
Er spinnt manchmal, der normale Launcher. So, wir haben jetzt die CF, wir brauchen den C-Editor. Da sagt er, hey, dieser Mod braucht Apps Framework und Bullet Items, damit sie funktioniert. Ausgewählte Mods aktivieren, machen wir. So, jetzt haben wir. Er ist schon wieder ein Fragezeichen. Gott, ich habe echt keine Lust mehr. Das ist nicht beschädigt, du Idiot. Ach. Ja, alles gut. So, wir haben jetzt die CF, wir haben Bullet Items und Apps Framework und wir haben den DC Editor aktiviert. Das sind die einzigen Mods, die wir aktivieren dürfen. Alle anderen müssen wir deaktivieren, ja. Und dann starten wir das Spiel einfach. Ohne einen Server, ohne irgendwas. Einfach nur auf Starten. Und dann startet das Spiel automatisch im Editor-Modus. Nicht im normalen DC-Spiel. So, wir sehen können es. So schaut das aus. Dann machen wir Editor öffnen. Journalos Plus, Select. So, wenn man zum ersten Mal den Editor verwendet, das ist nämlich wichtig, dann, so, wenn man ihn zum ersten Mal den Editor verwendet, dann erstellt er selber in eurem Ordner, also wenn ihr auf Dokumente geht, DC und dann erstellt er automatisch den Ordner Editor. Und hier speichert er unter .dzee die Dateien. Ja, das heißt, jetzt werden wir mal was machen. Ich gleich nicht mal kurz rund um WASD, vor zurück. Ich meine, da können Sie ein bisschen spielen mit der Maus. Ja, Umschalt quasi wie schneller laufen, schneller mit der Kamera, langsamer mit Alt. Mit Alt macht sie das halt, dass man langsamer geht. Ja, hier rechts habt ihr alle Items, Gebäude und alles, was in Vanilla DC existiert, das existiert hier in diesem Editor. Auch Sachen, die jetzt platziert, zum Beispiel, wie wenn ich jetzt das hier, wenn ich das jetzt platzieren würde, ja, können auch noch auf Bodenmodus, einer Kollisionsmodus. So, wenn ich das jetzt platziere, dann öffnet sich dieses gelbe Teil. Ja. Wir sehen könnt, dieses kleine weiße Ding, damit, das ist, wenn ihr den Boden Kollisionsmodus aktiviert habt, passiert das. Warum das so ist, kann ich euch leider nicht sagen, ich weiß es nicht. Also wenn man den Kollisionsmodus anhat, damit er halt über diese, dann passiert sowas. Ich kann euch nicht sagen, warum, wo der Fehler liegt, es ist einfach so. Ich weiß es nicht. Sollte jemand von euch wissen, woran dieser Fehler ist, gerne in die Kommentare. Aber ansonsten, der geht immer von automatisch nach oben. Ich weiß es nicht warum. Deswegen lassen wir den Kollisionsmodus mal weg. So. Wenn man Alt gedrückt lässt, dann zieht man das nach oben und unten. Ja. Drehen kann man es jetzt nur, wenn man Doppelklick in dieses kleine Feld macht. Und dann kann man hier rauf, runter, Z-Achse und hier kann man es dann zum Beispiel mit dem Mausrad einfach drüber fahren und dann mit dem Mausrad drehen, dann dreht er das. Wenn man Steuerung gedrückt hält und dreht, dann dreht er schneller. Ja. So funktioniert das. Ich mache es aber immer so, also wenn wir jetzt dann auf das gehen und dann einfach nur entfernen drücken, dann ist es auch wieder weg. Wenn ich jetzt ein Gebäude platziere oder ähnliches, also was ich sagen wollte, wenn ihr jetzt diesen Helm platziert und den hierhin platziert, ja, dann ist das für Spieler nicht möglich, den aufzuheben. Das gehört dann quasi, ja, zur Map dazu. Ja, das heißt, du hast ihn da und der ist da. Der kann vom Spieler nicht bewegt werden, aufkommen oder als Inventar-Item gesehen werden. Ja. Aber bevor ich immer, ihr könnt auch hier auf Suche gehen, zum Beispiel Milli, wenn man Milli eingeben, dann kommen, oder Mil, kommen mehr, kommen diese ganzen Military-Sachen zum Beispiel. Ja. Nehmen wir halt so ein Big Tent. Ich drehe es mir, bevor ich es anklicke, drehe ich es mir immer so, wie ich es haben möchte. Das heißt, wenn ich es jetzt so haben wollen würde, ja, dann drehe ich es mal so ungefähr in die Richtung, dann einmal Klick, so jetzt ist es mal da. Und jetzt können wir es noch immer
richtig drauf und runter und Alt gedrückt, damit es rauf und runter geht, richtig platzieren. Und dann wäre das da. Ja. Für die inneren Monks und da, ich wie gesagt, Doppelklick und sachte so, damit es halt gerade ist, ne? Oder schräg oder wie auch immer, ist auch möglich. Was ihr noch machen könnt, ist durch Steuerung C, das heißt, ihr wollt daneben noch eins, Steuerung C mit der Maus dorthin fahren, wo ihr es hinhaben wollt, Steuerung V und das Ganze einfach nochmal. Ja, und das könnt ihr mit zwei auch machen. Das heißt, wir nehmen beide jetzt, Steuerung C, machen Steuerung V, halten das ja beide, also es sind immer die, die im gelben Kästchen sind, die sind gerade angeklickt, ne? Halten beide und sagen, okay, wir wollen die jetzt, oder wir wollen es jetzt dahinter haben. Ja. So. Zack. Und das geht mit so viel ihr wollt. Das heißt, wir nehmen 4, Steuerung C, Steuerung V. Müsst ihr natürlich immer schauen, vereinzelt. Ihr seht ja, da ist der Boden jetzt okay, da ist er schon drinnen. Das heißt, ihr müsst jetzt dann vereinzelt auch schauen, dass die Böden, beziehungsweise dass das Gebäude generell angepasst ist am Boden. Ja, dass ihr da nicht irgendwelche Schwierigkeiten habt. Manche sind zu hoch, manche zu niedrig. Das liegt am Boden, dass der ja nicht überall gleich ist, ne? Deswegen würde ich euch raten, das nochmal immer nochmal genau nachzuschauen, wenn ihr baut, damit ihr kein, also dass da nichts passiert. Ja. Auf jeden Fall funktioniert das so auch ziemlich easy going. Ja. Ihr könnt Bäume durch hier, also wenn ihr hier Fagus salvia zum Beispiel. Neuerdings seit dem Update funktioniert das nicht mehr wie soll. Warum? Fragt mich nicht. Das ging damals sehr gut und sehr, sehr super. Jetzt nicht mehr. Jetzt, wie ihr sehen könnt, sind die Bäume irgendwie schräg. Was hier passiert ist, ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Seitdem verwende ich das auch nicht mehr, weil es nicht machbar ist. Also es funktioniert nicht. Die Bäume sind schräg und ich weiß nicht, ob die vielleicht trotzdem richtig gespawnt werden. Glaube aber nicht. Ich kann es euch nicht vorstellen. Aber so ist früher auf jeden Fall gegangen. Ob die das jetzt auch fix oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Löschen könnt ihr das auch ganz einfach, indem ihr oben auf Delete geht. Ja, Delete. Dann könnt ihr die Sachen auch löschen. So könnt ihr außerdem auch Vanilla-Sachen löschen durch dieses Delete. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir möchten hier irgendwas anderes hinbauen, ja, dann kann man das so, zack, man kann auch das ganze Gebäude wegmachen. Müsst ihr aber vorsichtig sein in der Map, also wenn man dann die Map aufmacht, ja, wir sind jetzt zum Beispiel hier. Okay, hier ist ja diese Scheune, die wir gelöscht haben. Die bleibt auf der Map auch da stehen, die verschwindet nicht von der Map. Ja. Das ist halt, das müsst ihr, das ist nun mal so. Ja. Müsstet ihr schon die generelle Map komplett ändern. Aber das ist halt, das geht sehr, sehr stark in die Materie rein, die ich hier nicht zeigen kann. Ja. Auf jeden Fall so könnt ihr dann zum Beispiel neue Gebäude hier platzieren. Das wäre auch möglich. Gibt es sonst noch irgendwas Aufregendes hier zum sagen? Nein, ihr könnt euch hier einfach spielen. Ich finde es halt schade, dass der halt einfach nicht mehr so funktioniert. Das ist very, very tragisch. Die Straßen könnt ihr eh nicht löschen. Ihr könnt die Schilder würden weggehen oder die Zäune, Bäume, alles, aber die Straßen bleiben. Ja. Alles andere könnte man einfach löschen. Ja. Oder es eine ganze Stadt einfach löschen, weil man hier andere Gebäude oder eine andere Stadt oder was auch immer. Möchte man hier haben, so kann man das auch dann löschen. Weil man hier jetzt eine neue Militärzone machen will oder was auch immer. Oder einen eigenen Trader oder so. Das bleibt natürlich euch überlassen. Aber das war es im Großen und Ganzen, was den Editor betrifft. Also wie er funktioniert. Wie gesagt, wenn wir jetzt was speichern, ja, speichern als, oder speichern, speichern als, beim ersten Mal wäre es nicht schlecht. Ja. Gibt es den einen Namen, ja. Beziehungsweise wir können es exportieren als, ah ne, das ist dann mit dem, okay, nein, passt. Speichern und Dateiname, jetzt nennen wir es DDDDD. Und speichern diese. So,
Dann sagt er auch, ich habe 8 Objekte gespeichert. Das waren die 2, 4, 6, 8, die wir neu gebaut haben. Wenn wir M drücken, auch unter dem, wenn man jetzt ganz rausgeht, sind diese weißen Dinger, sieht man, wo man was gebaut hat. Ja. So kann man auch einfach ohne Probleme hinupfen. Was nicht ganz funktioniert, ist, wenn man also mit dem Spieler das testen möchte, ob das auch gut jetzt steht zum Beispiel. Da müsst ihr vorher unter Optionen, Steuerung, Tastenkonfiguration und hier unter, wo war denn das? Nächste Aktion, war das nicht kategorisiert? Ja, nicht kategorisiert gehen wir. Dann gehen wir hier auf Toggle Player Kamera. Ich mache das jetzt mal auf Numpad 7. Ja. Anwender und fortfahren. Wie war das nochmal? War das T? Das passiert manchmal, wenn man einstellen geht, dass dann auf einmal alles weg ist. Ja. Durch Z taucht das alles wieder auf. Und jetzt haben wir das auf Numpad 7 eingestellt. Das heißt, wir gehen mit der Maus dorthin und machen Numpad 7. Dann taucht er da auf, der Spieler. Dann könnt ihr das anschauen, ob das auch so steht, wie es stehen soll. Ja, oder ob man irgendwie hängen bleibt als Spieler oder das irgendwie nicht ganz so funktioniert, wie soll. Das ist möglich. Dann einfach durch Drücken der Taste 7 kommt sie wieder zurück. Durch T könnt ihr den Spieler dorthin teleportieren. Das heißt, ihr drückt jetzt T, teleportiert den Spieler, weiß ich nicht, dahin, zack, dann drückt ihr auf Numpad 7, dann seid ihr auch da. Ja. Also in meinem Fall Numpad 7, ihr könnt es hinstellen, wohin wollt. Das war es im Großen und Ganzen zum Editor. Ja, also mehr kann man noch nicht wirklich erklären. Also der Rest ist Spielerei, könnt sich selber alles zusammenbauen und zusammendeichseln und bauen wie und was ihr wollt, ja, das bleibt vollkommen euch überlassen. Es gibt viele coole Sachen, die Leute gebaut haben, manchmal teilweise auch so richtige Zugstrecken und weiß ich nicht was alles. Also es ist sehr viel möglich durch diesen Editor, allein durch die Vanilla-Sachen. Irgendwo Gebäudegröße rein, wenn man die zeigen kann. Mehr Container gibt es ja auch, ja, die kann man ja auch hinstellen. Man kann Brücken bauen, Oberwasserbrücken. Solche Dinge. Das ist halt natürlich immer, wenn du sowas haben wollt, dann müsst ihr es halt auch immer in den Boden, so hoch wie ihr es halt haben wollt. Ne? So macht man das halt in den meisten Fällen. Ja, wie gesagt, auch solche Zugstrecken haben Leute wirklich sich Ärger viel Mühe gegeben und dies gemacht. Funktioniert relativ cool und klappt auch, wenn man den Bodenmodus einschaltet, dass er auch dann mit dem Boden mitgeht. Das ist schon sehr viel möglich mit dem Editor, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, und wenn man es gespeichert hat, dann hat man es hier, wie ihr sehen könnt, DDD unter die Dokumente. Ja, also Dokumente, DC. Editor und darin speichert er es unter einer DZE. Jetzt ist die Sache, jetzt können wir den Editor mal schließen und sagen wir, wir haben jetzt alles gebaut, was wir bauen wollen. So, wir haben gespeichert, wir verlassen den Editor. So, wir schließen ihn. Und jetzt wollen wir diese Karte auf unseren Server natürlich drauf tun. Ja, dann ist es eigentlich ziemlich, der Rest ist eigentlich ziemlich leicht. Wir gehen in unseren Server. So. Und nachdem wir den Editor Loader einmal auf unseren Server drauf getan haben, ja, und den Server einmal starten, generiert er automatisch einen neuen Ordner. Den zeige ich euch jetzt gleich. So, unter M-Permissions, Desi Gennaros, und hier sollte er dann gleich. Braucht noch so Editor Files. Jetzt hat er ihn generiert und hier rein kommt unsere DZE Datei. Die packen wir einfach nur hier rein und der Server übernimmt das alles, was man da geändert hat, automatisch. Ja, das
War es auch im Großen und Ganzen. Das war der Editor. Wenn ihr andere Gebäude, weil ihr jetzt eine Mod gefunden habt, die coole Gebäude hat, ja, wenn ihr die jetzt mit dazu packen wollt, weil ihr sie bauen wollt, ja, weil im normalen Editor gibt es das halt ja nur über die Vanilla-Sachen, dann müsst ihr diese Mod einfach nur mitladen. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel hergehen und sagen, was können wir denn als gutes, oder warte mal, suchen wir uns einfach was raus, wenn wir schon da sind, ne? Editor, so, müssten die, abonnieren wir die mal, Hausgröße, befürchte, sieht ihr das, ja, was wird heute besser, unique, Custom House, ja. Perfekt, jetzt haben wir den mal geladen. Wie heißt der? House Editor. Mod laden. So, jetzt haben wir die mal mitgeladen, diesen House Editor. Ja. Wir können auch, warte mal, Forever. Habe ich die Templates? Ja, die können wir auch mal mitladen. So, jetzt haben wir. Ups. So, jetzt haben wir die Mods. Jetzt starten wir das Ganze wieder einfach. Es war aber, also so im Großen und Ganzen, muss das, ich überlege, ob ich das vergessen habe, euch zu zeigen, aber nein, das war es eigentlich im Großen und Ganzen. So kann man eigentlich losbauen und das gesamte Bauwerk auf seinen Server laden, ohne viel Trara. Deswegen baut man meistens mit dem Editor erst quasi das Grundfeld, was man zum Beispiel für einen neuen Trader haben wollen würde, ja, baut man erstmal hier und dann packt man die Trader dorthin. So, jetzt sind wir wieder da mit den neu geladenen Mods. Jetzt müsste sie hier nur noch finden. Meistens sind sie unten angereiht, muss aber nicht sein. Rectigel, Mask, nein. Die meisten haben auch eigene Abkürzungen. Die muss man halt noch finden. Das ist halt BRD, BRD, BLDR, BLDR. Das sind die normalen Land, Offroad, Truck, Autos, Zivilien, Sedan, Land. Das ist halt wirklich alles möglich. Wenn Sie jetzt gibt es auch diese Knochen, die man bauen könnte. Aber wir suchen uns jetzt mal zu den neuen Items. Static Objekt, Land, Static Objekt. Könnt ihr auch ein ganzes Gefängniskomplex selber bauen. Also es ist wirklich, wenn man sich da reinhängt und Mühe gibt, kann man da wirklich einiges bauen. So, wo bleibst denn du jetzt? Land, Construction, das sind alles die normalen. Wolfmeat Garden, Giftbox sind die normalen. Book, Zombie, Armband, Male, Female, Torso. Das wollen wir auch nicht. Komisch, dass er mal lustig, dass er mal den anzeigt. Das sind normalerweise. Das sind normalerweise die Trader für. Den Expansion Trader. Die macht man nämlich auch über einen Editor. Die sind wesentlich einfacher zum Hinstellen, weil die stellt man halt so hin und lad die dann einfach mit. Aber das gibt es ja nicht, dass ich die jetzt nicht finde. BRD, BRD. Komisch. Wirklich, wirklich komisch.
Okay, da sind die FBF, das sind halt die Fireplace, ne? Also wenn wir jetzt dann das unendlich Feuer, das kann man hier, aber das würde ich nicht hier einstellen, weil das macht dann auch keine Wärme, wenn man es über den Editor macht. Remove Detector. Ah, komisch, dass immer diese anderen, oder sind, ist das, naja, könnte auch sein, dass die Mod einfach nicht funktioniert mit dem Editor. Wäre auch möglich. Hier liegt im Bereich des Möglichen, dass wir jetzt einfach eine scheiß Mod erwischt haben. Aber normal funktioniert es so. Das heißt, wir haben die jetzt mitgeladen und die wird dann auch hier, wie ihr sehen könnt, durch FBF, Custom Area Light, ist auch das Licht. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zum Erklären, aber im Großen und Ganzen funktioniert das so, dass er die Mods dann halt so eben wie das hier mitladet. Ja. Ansonsten, meine Freunde, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt zum Editor, ob ich, wenn ich euch irgendwie helfen kann, schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten, wie gesagt, einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Und bis zum nächsten Mal, meine Lieben.